Nein, aber das war nie Teil der Abmachung, Sheldon. Ja, jetzt ist es aber Teil der Abmachung, Mario. Ich kann nicht. Es tut mir leid, mein Junge. Was ist passiert? Nichts. Attila! Du hast die Rebellen also gefunden, Sheldon. Ach, weißt du, mein Pilot Crashy sagt, wir müssen alle unseren Teil beitragen. Und du kennst mich, Menschenfreund des Jahres. Und zwar jedes Jahr. Klar. Doch, wirklich. Deswegen habe ich gerade einen Deal mit den Rebellen ausgemacht. Du rettest sie, sie helfen mir und dafür helfe ich dir hinzukommen, wo immer du willst. Vielen Dank, Sheldon. Für dich mache ich das gerne. Gern geschehen, mein Junge. Nennt er seinen Piloten wirklich Crashy? Also mit dem will ich nicht mitfliegen. Da weiß man ja gleich, was vorprogrammiert ist. Was zum Teufel war das eben mit Sheldon, hä? Er hat mir das Funkgerät gegeben. Er hat uns allen welche gegeben und sagte, es wären Geschenke. Du hast mich angelogen. Er wusste, dass wir keine Chance haben. Das ist unsere Revolution, aber wir gehören ihm. Mario, ich kenne Tom Sheldon. Ich habe lange mit ihm gearbeitet, aber du bist ein Freund. Du musst mir die Wahrheit sagen. Tut mir leid. Tut mir leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Ist schon okay. Nie die Deckung vergessen, Amico. Ach, wie lustig. Er ist ganz nass. Komm. Die Rebellen sprechen über ein Bavarium-Depot. Das ist ein Lager für Bavarium. Es würde ihm wehtun, wenn wir das zerstören. Ich sehe mir das mal an. Das Spiel hat begonnen. Die Wahrscheinlichkeit eines qualvollen Todes ist sehr hoch. Hey. Ich rede von dir. Die Ravello ist jetzt der gefährlichste Mann der Welt. Ich brauche meinen Bavarium-Scanner. Triff dich bei Vigilato Nord mit meiner Kontaktperson. Hm. Hey, ich kenne diesen Kerl. Sein Boot scheint auf dem Trockenen zu liegen. Kannst du ihm helfen? Ja, was soll man denn helfen? Aber hier Boot auf Grund. Kommen Sie mal her. Ja, ich komm schon. Guck mal, wie schnell es war. Sie ist heute ziemlich rau, mein Freund. Wären Sie so nett, uns wieder ins Wasser zu bringen? Ach komm. Easy. Einmal reinschieben. Danke, Rico. Das vergesse ich Ihnen nie. Also, hätte ich auch selber geschafft. Wir benutzen diese Signalleuchten, um unsere Rebellen zu versorgen, aber auch, um ihren Standort zu markieren. Hier, ich bring dich nach Maneja. Das ist deutlich näher bei Vigilator Nord. Jo, also es gibt doch Schnellreisen. Nur war das noch nicht verfügbar. So, drücke X, um das Kontaktmenü zu öffnen. Schnellreise einmal. So, ach cool. Jetzt sind wir sogar hier oben. Okay, und wo sollen wir denn hin? Erstmal runterspringen. Mir ein bisschen falsch aufmachen. Mission abgeschlossen. Boah, das war aber eine üble Mission. Richtig schwierig. Schnellreisefähigkeit freigeschaltet. Du kommst jetzt per Schnellreise zu jeder Ansiedlung oder Herausforderung. Ach, das ist auch ganz cool. Alter, ein Chat. Rico, triff meinen Kontakt Lutsch bei Vigilator Nord. Er kann dir helfen, den Bavarium-Scanner zu finden. Ich will den Chat. Da hinten brennt irgendwas. So, wo sollen wir hingehen? Spinnt rum. Einmal hier hin, oder? Das Geheimnis von Vis Electra. Nee, gesperrte Mission. Nö. Wo soll ich hin? Umbra? Ist hier blau? Okay, wieso das? Weiß ich auch nicht so ganz. Schauen wir noch so ein bisschen um da hinten. Ne, die gehört, glaube ich, nicht mehr zum Spiel. Weiß nicht. Weil die da so gezeigt wurde. Hier soll ich hin. Konkurrierende Interessen. Bin ich da schon richtig? Nicht, dass ich ja falsch bin. Aber ja. Wie gesagt, das ist ein bisschen näher dran. So, der Chat, der fliegt ein bisschen weit. So, wir gehen mal in den Wingsuit rein. Auch wenn ich da gar nicht so weit wohl komme. Na, jetzt ganz schön schnell gerade runter. Flieg eher mal hier bei der Straße so ein bisschen entlang. So, dann schauen wir mal so ein bisschen an den Klippen vorbei. War doch gerade noch ein Auto. Wollt ihr mich verarschen?
Er fährt ein... Also ein bisschen ein kleines Auto. Ein richtiges Auto hier. Aber irgendwie gibt's es nicht. Obwohl der da... Ja komm, sollte funktionieren. Hey, der Wagen ist... Der Wagen ist was? Der Wagen ist meins, wollte ich schon sagen. Ah, okay, alles klar, dankeschön. So, wir düsen mal weiter. Wobei, zum Fahren war das, glaube ich, auch ein bisschen weit. Weil es so komisch rumgeht. Deshalb einmal eine Abkürzung, bitte! Einmal hier runter. Das war die beste Idee des Tages. Ja. Weil irgendwie hat er hier so einen ganz komischen Weg. Obwohl, nee, vorher hat er irgendwie so hier irgendwie rum. Ja, okay, wir sind jetzt eigentlich auch bei einer anderen Straße. Deshalb hat das wohl gewechselt. Schon wieder ein Chat oder so. Gerade so an. Kommt da erstmal ein Auto. So langsam. Wäre mal ganz cool. Geht aber in die falsche Richtung eigentlich. So, einmal ganz sanft landen. Oh, toller, kommt so ein. Keine Ahnung, so ein Transporter-LKW oder irgendwas. Nehmen wir den dahinter. Einmal den hier. Stopp! Autsch! Jetzt aber. Fahrt mich hier halb an. Gibt's ja gar nicht. Alter, was für eine lahme Kiste. Wow! Doch ein bisschen schneller wie gedacht. So, wir fahren mal wieder die Klippen runter. Das macht so viel Spaß hier in dem Spiel. Okay, Rico, falsche Richtung. Okay, wieso auch noch explodiert? Nein! Autsch. So weit hier einmal. So, einmal endlich da. Sie, Looch? Kommt drauf an, wer will das wissen? Dima schickt mich. Oh, dann bin ich Looch. Vigilator Nord ist auf der anderen Seite der Bucht. Du suchst nach Dimas Scanner, oder? Echt blöd. Ist wie die Nadel in einem verdammt großen Heuhaufen zu suchen. Viel Glück, denn das brauchen sie. Danke, Looch. Hey, ich bin nur ehrlich, klar? Okay, Looch, ich borg mir mal dein Schiffchen oder dein Bötchen. So, einmal erreichen. Hier müssen wir nur blöd die Klippen hochkommen. Aber ist ja kein Problem. Dima, wie genau sieht der Scanner aus? Nicht groß, Handgerät. Unauffällig, um nicht entdeckt zu werden. Nicht hilfreich, wenn verloren. Okay, oh. Hallo? Überprüfe die Lagercontainer in der Basis. Ja, chill mal, ich werde ja einfach mal angegriffen. Bin auch im Kampfgebiet, gar nicht gemerkt. Okay, aufbrechen, aufbrechen. Oha. Oh, ganz schön viel hier. Da drüben auch einmal. So, gehen wir mal kurz hier hin. Okay, wie breche ich das auf? Aufschießen oder so? Oder einfach mal kurz hingehen. Ja. Oh, er schießt die. Oh, okay. Okay, einen Moment. Dann müssen wir vielleicht wirklich irgendwie mit irgendwas Explosiven hin. Oder nicht? Können wir hier kaputt machen? Ein bisschen Randale hier. So, oh, hier ist ein Zaun. Okay, nicht gut.
Mehr, komm her, komm her. Na, Kampf! Auch einmal so erledigt. So, Moment. Ich mach das anders, Kollege. So langsam weiß ich, wie es funktioniert. Aber wie ich direkt reinkomme, weiß ich nicht so ganz. Autsch. Weg, 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 weg. So einmal. Ah, da. Lauft ja noch einer. Laufen sogar noch zwei. Mit Raketen wäre es natürlich um einiges cooler. Zölle kriegt ihn auf. Ah, jetzt ist offen. Kann ich das nicht auch irgendwie übernehmen oder so, weil hier so viele Sachen sind? Alter, da fliegt er noch richtig weg. Hier sind lauter so eine Antenne und so. Komische Sache. Wie in den einen Lagern so. Zum kaputt machen. Oha, hallo? Was geht jetzt ab? Einmal im Boot. So, erledigt. Es geht sogar gleich unter. Da irgendwie eine Flak oder so. Guck mal, die haben doch sogar auch so eine Anzeige, wie viele Treibstofftanks da noch sind. Oh, da steht sogar noch ein Heli. Ist die Frage, soll ich den ja kaputt machen oder ja nicht? Wo schießen die eigentlich? Das ist ein bisschen die Frage. Hier die Rakete. Oh, Hallöchen. Ja, eigentlich gehen die relativ schnell down. Ich sag ich mal kurz. Nochmal kurz landen. Welche hier ich suchen muss. Behalten wir aber den Heli, wenn es funktioniert. So, hier sind gerade keine Gegner, oder? Ich sehe gerade niemand. Oh, wer kommt jetzt? Was kommt hier wieder? Alter, am Boot. Und Nelly. Gibt's ja gar nicht. Einen Moment, ich such kurz. Das Boot steht halt auch blöd. So, ich würde sagen, ich übernehme den anderen Heli, oder? Daneben. So, schnell rein. Jetzt sind wir schon in der Luft. Das Boot ist natürlich auch gerade ein bisschen blöd da unten. So, und dann machen wir den hier noch kaputt. Bevor da jemand einsteigt. Flak, müssen wir ein bisschen aufpassen. Wow, Wasser, Wasser, Wasser. Aber ich frage mich, woher die schießen. Nicht von hier sogar? Ich treffe da irgendwie gar nichts. Komische Sache. So, wie habe ich den vorher aufgemacht? So einmal. Autsch. Nicht so schlau. So, sieht aber auch ganz schön leer aus hier. Hier drin auch nicht. Und weiter geht's. Ein bisschen nach oben. Mit dem Heli ist aber ganz cool eigentlich. Oh, oh, Sniper, Sniper, Sniper. So, habe ich ihn erwischt? Weiß nicht. Sehen ist immer so schlecht. So, was haben wir denn hier alles? Diese Satellitenschüssel. Ah, die geht so, glaube ich, nicht kaputt. Brauchen wir, glaube ich, ein bisschen mehr.
Also es geht auch nicht kaputt. Gibt's das? Hält richtig viel aus. Kann ich das hier irgendwie kaputt machen? Das müsste auch irgendwie kaputt gehen, oder? Aber nicht hier mit der Gatling Gun. So, gehen wir ein bisschen näher hin. Oh, Sniper, Sniper, Sniper. Woher? Ausweichen. Irgendwo hier drüben. So. Ne, der lebt immer noch. Ah, das war Raketenwaffe. Okay. Ja, egal, wir landen mal hier oben kurz. Oh, jetzt kommen sie auch noch. Achso, ich sollte erstmal den Container aufmachen, gell? So, gerade noch ausgewichen. Ja, einmal kurz landen. Ja, jetzt sollte man natürlich ein bisschen aufpassen. Geht raus! Hallo? Keine Lust, oder wie? Oha. Leute, sind ein bisschen viele. Das ist ja Einzelschuss. Irgendwie. Okay, ich habe gedacht, das ist eine vollautomatische. Vor allem, weil ich so toll zielen kann in dem Spiel. Hey, gibt's ja gar nicht. So, oh, immer hier. Alter! Mit der Rakete auf mich. Ist doch unfair. Sollte mal ein bisschen aufpassen. Und mal kurz eine Runde suchen gehen. Hast du den Scanner schon? Kein Scanner zu sehen. Hm. Okay, wir fliegen einmal weiter. Wobei, das sieht auch schon ganz schön kaputt aus. Aber mit dem Heli ist eigentlich ganz cool. Oder ganz einfach. Nicht so gut. Okay. Aussteigen, bitte. Keine Ahnung, wie ich das gerade überlebt habe, weil irgendwie falsch rum und so. Keine Ahnung. Weg da. Brauche ein bisschen Deckung. Vor den ganzen Leuten hier. Oh. Eigentlich wollte ich die Waffe einmal. So, Schaltanlage haben wir gemacht zum Beispiel. Hey, jetzt kommen die von allen Seiten, gell? Schalt ein bisschen mies. So, gehen wir hin. Ich wollte gerne hier nach oben mal, gell? Jetzt hänge ich natürlich ein bisschen doof da. Dieses Fahrzeug zerstört, ja, okay. Wenn du meinst. Nein! Falsche Taste! Oh je, ich fliege immer weiter runter. War das eigentlich nicht geplant? Eigentlich wollte ich hier nach oben. So sieht es eigentlich ganz gut aus. So, komm ich nicht nach oben? So, einmal. Okay, wo sind sie? Ah! Autsch! Okay, das war ich nicht, aber an der Explosion einmal gestorben.